Berner war ich schon sehr lange nicht mehr. Und man ist natürlich froh über jeden einzelnen Stein und jedes Haus, was dort drüben schon hergerichtet ist. Aber die Wahrheit zeigt natürlich ganz andere Bilder, wenn man in den Gassen spazieren geht oder an den Straßen, die von der Hauptstraße und von dem Hauptmarkt einfach abziehen. Ja, also ihr seht dort unten Häuser, wie als wäre die Flut wirklich gerade erst ein paar Tage her. Das ist für mich manchmal absolut nicht zu verstehen. Die ganzen Ufer der A unten in Dernau sind noch voll mit Schwemmgut. Es liegen überall rausgerissene Bäume. Es liegen zum Teil noch Schwellen von den Bahngleisen. Es liegen ganz, ganz viel Geröll, Steine. Und da kann man sich wirklich ja, im Gedanken ausmalen, was passiert, wenn dort der nächste Starkregen einschlägt. Also für mich eine Sache, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ja. Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Leute ihren Bauschutt jetzt selbst zum Teil entsorgen müssen und auch Kosten dafür tragen müssen. Viele Versicherungen weigern sich nach wie vor, die Summen zu bezahlen. Bürokratie wird in dem Fall der Betroffenen durch die Flutkatastrophe, glaube ich, sehr, sehr hoch geschrieben. Also ohne Bürokratie funktioniert da überhaupt nicht. Und nach wie vor merkt man, wie unglaublich dringend dort unten wirklich noch jede Hand benötigt wird, ja. Wir waren gestern auf dem Samstag da und trotzdem an jeder Ecke hört man Presslufthammer, man hört Häuser, die von außen noch abgetragen werden, man hört die ganzen, den Baulärm. Also es ist so viel, was da noch ist. Und man sieht natürlich wieder Leben, ja. Ich habe einen ganz süßen, wir haben einen ganz süßen Eiswagen entdeckt in Dernau an der Straße. Dort hat man sich ein bisschen Normalität zurückgekämpft. Ja, da steht ein Wagen als Eishalle umgebaut, also als Speiseeis. Dann hat man einen Rasenteppich ausgelegt. Da sind Stühlchen drauf, dass die Leute dort auch ihr Eis essen können, ja. Aber wenn man denn links und rechts guckt, absolute Baustelle, absolut. Ja, es ist unfassbar, was dort noch an Arbeit ist. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie unsere Politik davor die Augen verschließt und die Verantwortlichen. Warum wird nach außen suggeriert, es läuft? Es läuft ein Scheißdreck. Es läuft nichts. Die Leute verzweifeln immer mehr, weil man darf nicht vergessen, die Versorgungspunkte, die jetzt noch stehen, stehen ja alle vor dem Aus. Ja, die werden zurückgebaut, sie werden abgebaut, die Türen werden sich für viele Leute für immer schließen. Und es ist ja nicht nur, dass die Versorgung, die Lebensmittelausgabe dort eben gewährleistet wird für viele Menschen. Also wir durften auch tatsächlich in Häuser rein, ja, wo ich mir denke, wie kann man da wohnen? Wie können die Menschen so da wohnen? Krass, wie die sich aushelfen müssen, ne? Weil keine Regierung hier sich verantwortlich sieht, den Menschen zu helfen. Und hier sind Versorgungszelte. Da treffen sich die Leute, wo nichts mehr haben oder am Existenzminimum leben und essen und trinken. Und das alles von tollen Spendern und Organisationen. Das ist schon sehr traurig.
Das ist sehr traurig. Jetzt geht jeder auf die Straße und zeigt Solidarität für ein Land, was nicht zur EU gehört. Ja, macht da auf den guten Mensch. Ja, und auch Gott, wie sehr muss man diesen armen Menschen helfen und. Ja. Und guckt man sich hier das Ahrtal an oder diese kleinsten Dörfer aus dem Ahrtal, ja, wo mal richtig Zuwachs war an Tourismus und alles mit Hotels, mit ja, Gastronomie und, ja. Hey, das ist, Leute, das sieht hier aus wie im Krieg. Man arrangiert sich, ja. Aber wenn ich so wohne und weiß, dass trotz allem ich mich als Person, ja, so sehr einbringe, die freiwilligen Helfer so viel sich einbringen, ja, und trotzdem weiß man selber, das wird vor dem Winter nicht fertig werden. Viele Häuser stehen immer noch im Trockenmodus, ja, die müssen noch getrocknet werden. Und ja, bei vielen Häusern wohnen oben Leute und unten ist die absolute Baustelle. Ja, da sind keine Fenster drin, da sind keine Türen drin. Das ist zum Teil sind Häuserfassaden von der Seite her mit Folie abgedichtet. Ja, es sind unglaublich viele Balkons da zu sehen, wo keine Brüstungen mehr sind. Die sind weggeschwommen. Ja, und was die Menschen dort absolut nicht verloren haben in der ganzen Zeit, ist ihr Lächeln. Also jeder ist dort freundlich, jeder ist unglaublich zuvorkommend. Das, was von vereinzelten Leuten suggeriert wird, dass man keine Hilfe möchte und keine Hilfe will und dass man auf die freiwilligen Helfer verzichten möchte und dass ja alle freiwilligen Helfer ja zum Teil Nazis, Saboteure und was weiß ich nicht alles ist. Das ist aus den Wortschatz der Betroffenen absolut nicht zu hören. Ja. Wo es nicht darum geht, Kriege zu führen, wo es nicht darum geht, wegen Öl Kriege zu führen, ja. Da wäre die Welt so schön. Ja? Wie schön wäre die Welt, was wir reden alle über Umweltschutz und Umweltverschmutzung. Ja? Wie kann man in der heutigen Zeit, wo wir das täglich über unsere Medien auf den Latz geknallt kriegen, wie kann man in der heutigen Zeit Passagierschiffe bauen mit 6 oder fast 10.000 Schiffspassagiere, die durch die Weltmeere donnern und dadurch Verschmutzung verursachen. Wie kann man sowas zulassen? Dies habe ich gefühlt, bevor ich runtergehe in die Hölle. Seit 15 Jahren lebt er in Bad Neuenahr Ahrweiler. Was er sich hier aufgebaut hat, will er nicht einfach aufgeben. Es geht ja darum, die Zukunft zu gestalten. Viele haben mich erkannt, wo wir durch Dernau gegangen sind und dann kam da eine Umarmung. Ich bin angesprochen worden für Seelchen, ob ich auch nochmal Seelchen vorbeibringe, ob ich mit meiner Arbeit der Trauerbegleitung vorbeikommen würde, um dort zu stützen. Natürlich werde ich das machen, das habe ich auch versprochen. Es gibt doch keine Feuerwehr, es gibt doch kein THW, kein Militär und nicht einmal einen offiziellen Ansprechpartner. Die Bauern bringen sich da gerade in Lebensgefahr. Dort sind Brücken schwer, staatlich einwandfrei, Straßen unterspült, Häuser drohen einzustürzen und von Strom und Gas gehen großen Bauern aus. Die Menschen dort, das habe ich Ihnen bestätigt, sind nichts gewarnt worden. Es gab doch keine Sirenen, es gab doch keine Warnungen. Ja, ich selbst habe am Abend
also schon gerechnet haben, auch auf SWR, auf WDR geguckt, auf N24 geguckt, ob da irgendwie Sondersendungen sind. Ob irgendjemand auf das, was da gerade anrollt, reagiert? Nichts. Gar nichts. Und dann wagen es diese Politiker, dann wagen es diese Medien, sich vor die Kameras zu stellen und den Klimawandel für das dort verantwortlich zu machen. Was hat der Klimawandel damit zu tun, dass seit 3 Tagen eine Katastrophe auf diese Region zurollt, bekanntermaßen zurollt und keiner warnt und keiner reagiert? Das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Das hat mit Versagen der Politik und Versagen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu tun, dass dort nichts passiert. Und da sitzt ein vom SWR, der das Umweltressort dort leitet, und darf den Kommentar in der Tagesschau sprechen. Der muss gefragt werden, warum er nicht gewarnt hat über seinen SWR. Die Leute, da würden heute noch viele leben von denen, die heute nicht mehr leben. Das ist die Wahrheit. Und man hätte viele Schäden verhindern können, indem man vorher dort die Tiere rausgeholt hätte, die Campingwagen rausgeholt hätte. Das wäre Zeit genug gewesen. Keiner hat reagiert. Wir Bauern, wir machen immer alles falsch. Wir bringen mit unseren kannengestellten Menschen um. Aber wenn die was falsch machen, wenn die versagen im Grund, eine der größten Unwetterkatastrophen, die 3 Tage lang so angekündigt ist, übersehen, dann ist da irgendwas anderes schon. Der Klimawandel oder Urlaubszeit oder irgendwas anderes. Wir sollen uns alle einstellen auf den Klimawandel. Wie kann man das als Entschuldigung in irgendeiner Form ins Feld werfen? Es haben so viele Institutionen, Behörden und ähnliches komplett versagt, über Tage hinweg geschlafen. Und dafür sind jetzt Menschen gestorben. Und jetzt kommen die Helfer und sind auf sich alleine gestellt. Und die Flut, die war nicht gerade gestern oder letzte Woche, ja, das ist schon eine Zeit lang her, ja. Das war mal eine Brücke, eine befahrbare Brücke zur anderen Seite. Und das hat alles die Flut mitgenommen. Das ist, wie man sieht, auch abgesperrt, immer noch, nach so langer Zeit. Immer noch nichts gemacht. Als hätte man die Leute hier total vergessen. Grausam. Aber für die Ukraine und den ganzen Scheiß ist Geld da, ne? Ja. Hallo, lieber Gerhard. Hi. Servus. Hi. Ich hab einen Namensschild.
Also eigentlich wollte ich mir komplett zurückziehen, um mich so einfach auch mal wieder zu regenerieren, damit ich wieder mich hat. Ausgabende Punkt bei einem. Ja, meine schwarze Jacke hat. Ich habe die Laufnummer zu Hause vergessen. Aber ihr habt Hallo. Hallo. Ah, ja. Oh, danke schön. So ist es gut. Ja. Ich denke, es ist hoch genug. Danke. Von Herzen gerne. Mit einem vierblättrigen Clip. Ja. Die sind so süß. Die machen selber. Ja, die mit alle. Ich hab's gedacht. Toll. Wie lange sitzt du an so einem Kurs? Bei dem hatte ich jetzt anderthalb Stunden, weil der Rekord ist nicht verschwenkt. So, Sonja, wir haben ja gesagt, beziehungsweise, wir haben ja ein Bild versteigert. Dann ist vom Franz ein Bild versteigert worden und er hat mir das Geld dann, also die Hälfte überlassen und hat dann gesagt, ich kann da mit dem Geld machen, was ich will. Und habe mit dem Team Pizza darüber gesprochen, weil ich sag nur mal, wir sind ein Team und wir entscheiden alle zusammen. Und wie ich gesagt habe, hat mir das nicht hier für Seelchen e.V., für Sonja geben. Und da kam kein oder so, sondern alle direkt, ja, machen. Ne? Und du gehörst auch im Prinzip zu uns im Ahrtal, zu uns ins Ahrtal und du hast uns auch schon glücklich gemacht, mich auch mit meinen Püppchen, mit den Püppchen, also die sind ja mega und hier sind 270 wären gewesen, wir haben aufgerundet auf 300, hört sich besser an als 270, ne? Und für die Kiddies, ne? Ja. Vielen Dank. Ich weiß, dass das in guten Händen kommt. Und auf jeden Fall. Ich glaube, ihr weint wieder. Heute ist dein Tag. Und den Tag. Ja, ich habe Namen. Aber ich versuche ja zumindest immer, auch wenn es peinlich wird. Zumindest in den Richtung, ja. Ich schätze mal. Soll ich mal hinlegen? Aber schaut mal, dass es nicht wegfliegt. Ja, mir war die noch. Hier, schau mal, Gerhard. Sonja, guck mal die Dame. Die hat die Geschichte gehört und möchte das noch dazulegen. Dankeschön, Dankeschön. Leute, da sind wir bei Michael Lange live hier bei der Winothek hier im Ahrtal. Und neben der Website schwer Betroffener holt er gerade sein Spendengeld zusammen. Spendet das für Seelchen. Mit Herz an Sonja, ihr kennt sie alle, wir kennen sie alle, wir arbeiten da sehr gut eng zusammen. Wir können vielleicht mal durchzählen. Schaut euch das gerne mal an. Hier zeigt der Michael, zeige euch alles, wie es wirklich gewesen ist und wie es heute ist. Und das ist einfach nur ja, faszinierend, dass er hier gerade seine Spenden noch weiter spendet für weiter bedürftige Menschen. 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 310, 20, 315. Für dich. Ja, wunderbar, 315 Euro. 325 Euro war nett. 325, ja. Ah, okay. Jetzt mal. Sicherheit. Jetzt habe ich heute kein Seelchen mit. Nein, ich sag mal so, sicherlich habe ich auch mein Schicksal erlitten und mein Schicksal tragen müssen und bewältigen müssen, aber man muss trotzdem immer an seine Mitmenschen denken, denen es noch schneller geht. Sicherlich habe ich durch meine eigenen Aktivitäten, durch die vielen Helfer, die ich hatte, es möglich gemacht, dass ich sagen kann, es geht mir heute gut, weil ich hier auch eine Aufgabe habe. Ich habe auch noch einen weiten Weg vor mir, auch was die Schadensregulierung betrifft, wo ich auch nicht weiß, wie finanziert man das alles, weil ich werde nicht zu 100% entschädigt, sondern nur zu 80%. Aber trotzdem kann ich heute sagen, es geht mir aus jetziger Sicht sehr gut und deshalb fällt es mir auch leicht zu sagen, komm, ich gebe dir das gerne mit. Du bist wirklich ein Herzensmensch. Gerne.
Ich komme wieder. Gerne. Ach, hier auch, auf jeden Fall. Schön. Also eigentlich rede ich mehr, hat man ja drinnen gesehen, aber... Ist das so, ja? Nein, weißt du, ich finde das, was du machst, das finde ich wirklich grandios, weil es gibt so viele Vereine, für das Tierwohl, ja, da bin ich auch mit Herzen dabei, ne? Aber es geht immer auch noch sehr viele um Menschen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nichts haben. Ich habe selber mal, ich sag mal, 2 Monate in einer Scheune leben müssen, ohne Toilette, ohne Wasser, ohne Heizung, ohne Strom, nur mit meinem Hund alleine, in einer Lebensphase, wo ich nicht wusste, wohin geht's mit mir. Ne? Also ich kann auch so dieses Obdachlosengefühl total nachempfinden. Ne? Und wenn ich, nur mal das Thema Obdachlosen, natürlich ist es immer schade, wenn man so den Eindruck hat, dass die immer auch ein Alkoholproblem haben. Ja, ja. Das finde ich dann immer, weil mit dem Alkoholproblem kannst du schlechter rauskommen. Ne? Weil du sitzt das da in so einem Strudel. Aber, ne? Also, wie gesagt, Menschlichkeit. Menschlichkeit und das menschliche Mitfühlen vor allem, das geht vielen, vielen verloren. Weil die auch durch Internet und Social Media in so einer komischen vorgegaukelten Blase leben, die oftmals nichts mit der Realität zu tun haben. Ja. Na, der Dirk ist ja mit seiner Bikerhilfe viel mit dabei. Nur die. Jetzt hat er keine Ruhe mehr. Wir sind überall mit dabei. Vor 2 Wochen bin ich in meinem Devon gefahren. Das ist auch ein kleiner Junge, den ich betreue. Der liegt im Endstadium Leukämie. Ist aber jetzt im Moment zu Hause, weil er so Hochflug gekriegt hat, weil die Biker da haben von Leuten. Der hatte den Samstag Geburtstag. Und so. Dann hat er gesagt, also für den Samstag, das kriegen wir nicht hin. Ja, schrieb der mir. Und ob wir das hinkriegen, wir fahren ja Samstag, dann sind die wirklich den Samstag denn mit ihrer Gruppe dahin nach Düsseldorf. Obwohl die selber an dem Tag noch eine Feier hatten, noch etliche Kilometer Umweg, von 120 Kilometer Umweg sei da gefahren, sind für den Derwin den Konvoi gefahren, da haben noch seine Gabelsonne mitgebracht und seine Chips. Und der Derwin der sollte eigentlich 14 Tage Krankenhaus bleiben, durfte nicht nach Hause. Der liegt wirklich sehr schwer im Moment. Ne? Man kann keine Stammzellenspende machen, weil die Blutwerte so schlecht sind. Und wo er da war, der lag in seinem Rollstuhl, der hat nur gelegen. Wir haben uns auch dann entschieden, die Videos nicht öffentlich zu machen. Und abends kriege ich dann den Anruf. Der hat eine Pizza beordert und ist am Essen. Und am nächsten Tag war der zur Untersuchung, ist selber aufgestanden aus dem Bett, wo keiner mit gerechnet hat, ne? Ist zu den Ärzten gegangen und durfte dann am nächsten Tag nach Hause und hat so einen Aufschwung davon bekommen, ne? Der Kleine. Ja.